Mitten aus dem Leben. Heute der Bergdoktor. Darauf hat das TV-Publikum gewartet. Eine neue Staffel von Der Bergdoktor. In einer kargen, lebensfeindlichen Landschaft von unsagbarer Höhe, wo der Mensch auf sich allein gestellt ist, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Ein Mann und seine Praxis. Der Bergdoktor. Seine Diagnosen bahnbrechend. Herr Doktor, ich hab so Sodbrennen. Ja, dann haben Sie wahrscheinlich zu viel fettes Essen zu sich genommen. Seine Behandlungsmethoden unkonventionell. Essen Sie doch einfach mal eine Banane. Angst. Ja, Herr Doktor, ich habe ein bisschen Angst, dass der Pickel ein bisschen sich entzünden könnte. Blähungen. Oft spritzt das Blut. Jetzt müsste ich ihn noch einmal Blut abnehmen. Dramatische Operationen. Ja, jetzt werde ich Ihnen den Splitter mit einer Pinzette aus Ihren Daumen rausziehen. Seine Patienten liegen ihm dankbar zu Füßen. Danke, dass Sie meine Mom gerettet haben. Ja, jetzt wo ich ihr Fenestil auf den Mückenstich getan habe, juckt er nicht mehr so. Schalten Sie also unbedingt ein, wenn es heißt... Ja, Frau Meyer, jetzt bräuchte ich noch eine Urinprobe von Ihnen. Sie wissen ja, Mittelstrahl.